Juhu. Guten Morgen. Warum sind wir so früh wach und warum haben wir so viel Gepäck? Wir fahren jetzt halt nach Frankfurt an, an der Flughafen. Und von dort aus werden wir mit dem Schiff nach Venedig fahren. Mit dem Schiff? Da, seht das mit dem U-Boot fahren wir. Aufgrund von GEMA-Problemen, die wir kriegen würden, singe ich selbst. Über den Wolken. Und so. Ich bin voll toll. Gott. Hilfe. Gott, gibt's hier einen Punkt. Ah, da. Angekommen in Venedig. Juhu! Und Sibella steht da und verzweifelt. Ja. Mit der Karte. Ich bin mal liegen, ob wir über die richtige Brücke. Yay! Und Schatzi. Arr. Voll der Seegang. Sie ist bekloppt. Wo ist hier der Not aus? Jetzt sind wir hier an einem schönen Spaziergang. Wir sind eigentlich mehr oder weniger auf der Suche nach etwas Essbarem. Darum geht die Bella jetzt jagen. Amo, Italia ti, amo, se viene terza vuol dire che basta, lasciamoci di. Amo, io sono di, amo, in fondo un uomo, che non ha freddo nel cuore nel letto, comando un man, tremo, davanti al tuo seno, ti odio di, amo, è una farfalla che vuole fare allora e anni d'amore, che adesso si fa, prendimi la proprietà. Amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta, quel nero di carta, di credi che dammi un vino leggero, che fanno come la donna cielo, e nelle tue latini, dammi solo di un bambino che fa, sogna, cade si gira, e un po' di lavoro, fammi abbracciare una donna che stia cantando per farti può prendere in giro, andiamo, prima di fare l'amore, andiamo, e di andare a fare, andiamo, e di stare su una luce che ti amo, e chiedo perdono. Nein, das ist nicht das Gesicht eines Teenagers. Tschu, es ist eine Pizza. Wir haben was zu essen gefunden. Yay. Buon appetito. Nom, 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 nom. Sie kriegt Pizza, du ich krieg Tortellini. Dann hauen wir mal rein, ne? Und Tati beim Foto machen auf der Rialto-Brücke. Ja, Mensch, was wäre Venedig ohne einen Besuch am Markusplatz? Ja. Und wie man im Hintergrund sieht, hier, Hintergrund da, da Hintergrund auch. Und jetzt laufen wir hier zwischen den zwei Säulen durch. Das soll eigentlich Unglück bringen, aber wenn hier so viele Reisegruppen schon zwischendrin stehen... Du weißt nicht, was denen passiert ist. Kann das gar nicht so viel Unglück bringen. Zwischen diesen zwei Säulen wurden die Leute aufgehängt. Da hier, blum, 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 da haben sie dann rumgebambelt. Wir sind wieder auf hoher See und diesmal nicht unterwegs irgendwo hin, sondern wo, was machen wir? Wir machen eine Tour, eine Dreiinseltour und werden da kurz drüber laufen und hören uns an, was die Fremdenführerin uns so zu erzählen hat. Thank you.
getauscht. Und der Typ guckt da und guckt Film. Das ist wahrscheinlich eine von der griechischen Sauerei, die ich im Level XL habe. So, und jetzt geht die Welle auf den Steg. Arr, Pirat, ei! Kissu wie die Planke! Los! Zum Frühstück gibt es heute Taube. Mal was anderes als Fisch. Wir sind wieder nur am Fressen, nur am Fressen, den ganzen Tag, nur am Fressen, nur am Fressen. Nein, das haben wir uns verdient, wir laufen schon wieder 4 Stunden durch die Gegend. Mein Schatz hat eine Pizza Salami und ich habe wie immer ein bisschen Gebete. Irgendwas mit Funky, mehr kann ich nicht aussprechen, dieses andere, das Schinken da kann ich nicht aussprechen. Und wir haben gestern. Die kommen daher auch auf Teller. Es ist warm. Es ist nicht nur warm, es ist heiß. DHL in Venedig. Das ist krass. Da sind wir am Meer. Die Bella steht drin. In jeder Menge Grün. In jeder Menge Grünzeug. Schatzi, was ist denn? Magst du kein Grünzeug? Magst du kein grünes Essen? Nein. Ah, hui! Ah, es wickelt sich aber auch um die Bäh. Und dann kommt irgendein Monster und dann frisst den Bäh und dann liegt man da und verblutet. Und für ein paar letzte Gedanken zu Venedig. Schatz, was sagst du? Schön. Ja, das sind nicht viele Worte. Ich fand's sehr schön. Wir hatten super Wetter. Also ich habe extra im Wetterbericht geguckt. Bewölkt und 21 Grad oder so. Strahlenblauer Himmel war es dann im Endeffekt und gefühlte 30 Grad in der Sonne. Kriegen wir eben. Und ja. Ich fand's super. Schön, das freut mich. Ich habe einen tollen Freund. Was sagst du?
sagst du dazu? Zum Pulau? Sehr warm, ja. Viel Wasser, gute Pizza. Und ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viel gelaufen. Viel gelaufen. Nee, war wirklich sehr schön, ein super toller Urlaub. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir kommen wieder, keine Frage. Ja.